Ja, danke schön und danke für die Einladung. Ich bin ja ein bisschen altmodisch, bei mir gibt es kein PowerPoint und keine Präsentation. Bei mir gibt es ein Skript, damit Sie alle was mit nach Hause nehmen können und sich nicht alles behalten müssen. Ich hoffe jetzt, dass die reichen. Sonst müssen Sie zu zweit reingucken und mir die E-Mail schicken, wenn Sie noch ein Exemplar haben wollen. So, ich schicke das aber kurz auch noch digital zum Verteilen, wenn du meinst, dass ich eignet zum Verteilen. Ja, gerne, gerne. Vielleicht kurz zu mir. Ich bin jetzt 24 Jahre Anwältin und arbeite seit 11 Jahren ausschließlich im Migrationsrecht, überwiegend im Asylrecht in Passau. Das ist meine erste Veranstaltung zum Thema BürgerInnen-Asyl. Ja, soweit ich weiß, haben wir in Bayern bisher noch Nürnberg führt als eine Gruppe. Das ist, glaube ich, die einzige. Das heißt, ich habe mal alles zusammengetragen, was sich dazu findet, gerade im rechtlichen Bereich. Sind das, ich sag mal, ich will nicht sagen meine Spekulationen, ich würde eher sagen meine Prognosen. Ja, das kann sich durchaus vielleicht auch ein bisschen erschreckend anhören, ist aber nicht meine Motivation, hier den Wind aus den Segeln zu nehmen, aber ich soll ja informieren, über was so möglich ist. Das erste Mal, dass ich von Bürgerinnenasyl gehört habe, war vor ein paar Jahren, und zwar aus Schweden, aus Malmö. Da gab es eine Initiative, insbesondere afghanische Geflüchtete in der Regel vor Dublin-Abschiebungen, also in andere europäische Länder, zu schützen. Und da gab es richtig so einen Appell an, liebe Pärchen, wenn ihr eine Dreizimmerwohnung habt, dann könnt ihr doch ein Zimmer freiräumen und einen Geflüchteten dort aufnehmen. Und das hat da sehr viel Zuspruch gefunden, also ganz unter ganz normalen Menschen, die einfach für eine gewisse Zeit ein Zimmer freigeräumt haben und da Geflüchtete aufgenommen haben. Das war das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Ja, zwei Vorbemerkungen vielleicht. Also, das war ja schon ein großer politischer Teil, aber ich schließe mich dem an. Alles, was ich sage, ist vermutlich mehr politisch als juristisch. Ja, fast alle Überlegungen zum Bürgerinnenasyl befinden sich im Moment in der politischen Diskussion und weniger in der rechtlichen Diskussion. Dazu gibt es kaum Verfahren oder Erwartungen. In der Werbung für diese Veranstaltung ist ja darauf hingewiesen, habe ich ja darauf hingewiesen, dass Horst Seehofer, also der Bundesinnenminister, sich gleich, als er mal davon gehört hat, zu Wort gemeldet hat. Das war im April in der Zeitung Welt, wo er gesagt hat, so Bürgerinnenasyl geht gar nicht. Diese sehr harte Reaktion hat mir jedenfalls gezeigt, oha, der Staat befürchtet, dass man ihm da was antut und muss gleich gegen reagieren. Und wir kennen ja, da komme ich dann auch noch dazu, die harten Reaktionen auch schon aus dem Kirchenasyl. Das ist ja mit auch ein Grund jetzt für verstärktes Engagement im Bereich des Bürgerinnenasyls. Die Plätze im Kirchenasyl sind zurückgegangen. Tatsächlich muss man leider sagen, dass sich wohl viele Gemeinden haben einschüchtern lassen von der zunehmenden staatlichen Repression, obwohl es bisher jedenfalls in Bayern erst eine Verurteilung gibt. Also nicht mal eine Verurteilung von einem Pfarrer-Ehepaar, das war gar nicht Bayern. Nee, warte, Moment mal, Sonthofen im Alber ist schon noch Bayern. Genau. So hart an der Grenze. Aber es war nicht mal eine Verurteilung, sondern ich glaube eine Geldauflage gegen Einstellung, die sie irgendwie akzeptiert haben, wo ich finde, da hätte man vielleicht auch noch weit streiten können und müssen, aber das wollten sie nicht unbedingt. Also wir haben nicht genügend Kirchenasylplätze und da nicht genügend Gemeinden. Wir brauchen auch die Kirchenasylplätze für die ganz, ganz Schutzbedürftigen, sage ich jetzt mal. Und deswegen brauchen wir auf absehbare Zeit sicher mehr Plätze im Bürgerinnenasyl, vor allem wenn wir was machen wollen gegen Abschiebungen nach Afghanistan. Also zu meiner persönlichen Haltung, ich bin grundsätzlich gegen Abschiebungen. Hat jetzt nichts mit meiner Tätigkeit als Anwältin zu tun. Bevor ich Asylrecht gemacht habe, war ich auch schon gegen Abschiebungen. Und zwar gegen alle Abschiebungen, egal wer und egal wann und egal welche und egal aus welchem Grund. Ich halte das grundsätzlich für menschenrechtswidrig und ich halte auch nichts von Erklärungen. Also wie ich sie öfter so höre, das ist ein so lieber Mensch und der ist so integriert und der muss unbedingt da bleiben, weil sich das so anhört wie, ja, und das ist ein ekliger, unanständiger, widerlicher Stinkstiefel und den können wir abschieben. Ich finde, darauf kommt es nicht an. Aus meiner Sicht kommt es auch nicht darauf an, ob jemand Straftaten begangen hat. Natürlich
kann man der Meinung sein, dass die Leute, die Straftaten begangen haben, bestraft werden sollen. Aber dann können sie auch hier bestraft werden und ihre Strafe hier absitzen. Man muss sie nicht doppelt bestrafen, indem man sie noch abschiebt. Tatsächlich ist es ganz oft so, dass Straftäter abgeschoben werden, die schon sehr, sehr lange hier leben. Also Sie haben jetzt wahrscheinlich den Fall mitgekriegt von diesem Clanführer aus Bremen, Miri, der ja schon ewig hier ist. Ich finde, dass halt auch unsere Gesellschaft die Verantwortung trägt für die Straftaten, die von Menschen gut begangen werden und nicht die Herkunftsländer, wo die Menschen seit Jahrzehnten sich nicht mehr aufgehalten haben, die wir dann übernommen werden. Also jedenfalls geht es in jedem Fall um Menschen. Ja, und deswegen ist das auch wichtig, dass du ja gerade von Menschenrechten gesprochen hast, weil ganz oft wird nicht mehr über Menschen und Menschenrechte gesprochen. Ja, es wird nur noch über Geflüchtete gesprochen mit solchen ja, Metaphernbegriffen wie sie kommen in Massen und Blut kommt. Und das ist alles so eine amorphe Masse geworden, ja? Ja, wo man nicht mehr sieht, das sind Menschen, das sind einzelne Menschen und einzelne Schicksale und was da dahinter steht. Das hat auch eine Funktion, das so ne, von der Menschlichkeit wegzunehmen, weil dann kann man natürlich auch unmenschlicher mit den Leuten umgehen. Also jedenfalls bin ich sehr dafür, auch diejenigen zu unterstützen, die wir vielleicht nicht so nett finden und nicht so sympathisch und die nicht so gut integriert sind. So, ich habe manchmal Diskussionen mit meinen Mitarbeiterinnen, wenn manche unserer Mandanten und Mandantinnen etwas unhöflich werden. Ich drücke es mal so aus. Und natürlich toleriere ich das nicht, wenn irgendjemand meine Mitarbeiter und Mitarbeiterin unverschämt behandelt. Ja? Die schmeiße ich auch manchmal raus oder lege das Mandat nieder. Aber ich weise auch ganz oft darauf hin, dass ich denke, dass gerade die nicht so sympathischen unsere besondere Unterstützung, wir brauchen bei den lieben Netten, die haben ja alle jemanden, der sie unterstützt. Und mit den anderen geben sich viele nicht so gerne ab. Ja, und dass die manchmal unhöflich und unfreundlich sind in der ja, sehr, sehr stressigen, anstrengenden, existenziellen Abschiebesituation, das ist ja nur auch nachvollziehbar. Das macht die Menschen nicht netter und nicht besser, wenn man sie unter Druck setzt. Also das, was ich jetzt mal so aufgeschrieben habe, ist nur halb juristisch, grundsätzlich politisch. Ich habe mal geguckt, wo gibt es schon überall Bürgerinnenasyl in Deutschland, was ich im Netz gefunden habe, also Berlin, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Osnabrück, das heißt Niedersachsen ist relativ stark. Köln, Hanau, Nürnberg, Fürth hat angefangen, Freiburg, Hamburg, Kassel und Barnim. Das ist, glaube ich, ein großer Landkreis in Brandenburg. Ja, sogar Brandenburg. Also da gibt es überall Initiativen, die haben auch schon Webseiten, da kann man dann Informationen abfragen. Und es geht nicht nur um Abschiebungen in die Herkunftsländer, also wenn Leute nach Afghanistan zurück sollen oder in den Iran zum Beispiel, sondern ganz viel auch um Dublin-Abschiebungen in andere EU-Staaten. Und das sind in der Regel Staaten, in denen die Lebensbedingungen für Geflüchtete nicht so dolle sind. Also Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Italien vor allem. Und die ja, Verfahren nehmen auch zu und da haben auch die Abschiebungen zugenommen. Also das Dublin-System funktioniert nicht, das funktioniert schon seit Jahren nicht mehr. Ich glaube, es war in diesem Jahr, dass der Bundesinnenminister auch gesagt hat, das Dublin-System funktioniert nicht und wir brauchen was anderes. Und man dachte, da hast du jetzt aber lange für gebraucht, um das nicht festzustellen. Ja, wir haben ja jetzt eine Dublin-3-Verordnung, das bedeutet schon die dritte Verordnung und die EU-Kommission hat seit 5 oder 6 Jahren, glaube ich, schon die Dublin-4-Verordnung in der Schublade. Die ist fertig, aber die ist in der EU nicht konsensfähig. Ja, also da alles, wo es um fairere Verteilungen und Verfahren geht, das ist gerade nicht konsensfähig, weil insbesondere diese Visegrad-Staaten, was ist das, Polen, Tschechien, Ungarn, die wollen ja gar keine Geflüchteten mehr nehmen. Und auch Dublin 4 hätte das Problem für Italien und Griechenland und jetzt dann wahrscheinlich auch Spanien oder Malta, also die Erstankunftsstaaten, auch überhaupt nicht gelöst. Ich sage immer, dass die Dublin-Verordnung wie ein Zombie ist. So, sie ist schon lange tot und niemand hat sie beerdigt und deswegen läuft sie untot durch die Gegend. Aber nachdem diese ganze Abschiebungsmaschinerie ein bisschen angekurbelt wurde, haben sich da die Abschiebungszahlen schon erhöht. Ja, wir hatten vorher, also vielleicht so 5% Dublin-Abschiebungen.
Ja, dann waren es mal 10. Jetzt könnten wir so zwischen 15 und 20% sein aus den Ankerzentren. Auch heraus, hier jetzt überwiegend nach Italien, aber manchmal auch Frankreich und Spanien. Aber um mal so den Hintergrund zu kennen, für diese Paarabschiebungen leitet das Bundesamt jedes Jahr ungefähr 40, 50, 60.000 Dublin-Verfahren ein. Also bevor es überhaupt ein Asylverfahren gibt, gibt es ein Dublin-Verfahren. Die volle Bürokratie mit allem drum und dran, ja, mit 3, 4, 5 Befragungen auch, mit Dolmetscher, um zu ermitteln, ein anderer Herkunftsstaat ist zuständig. Und dann gucken Sie mal auf die BAMF-Statistik, die haben das auch auf Ihrer Website. Das führt dann am Ende dazu, dass Deutschland 5.000 Leute in andere EU-Staaten überstellt und 4.800 aus anderen EU-Staaten zurücknimmt. Das heißt, 200 sind wir unterm Strich losgeworden. Und lassen Sie es die letzten Jahre ruhig auch mal vielleicht 500 oder 600 gewesen sein, aber angesichts von 50.000, 60.000 Verwaltungsverfahren, die man dafür macht, fragt man sich unterm Strich, was das überhaupt noch soll. Ja, die Regeln müssen eingehalten und müssen durchgesetzt werden, aber sinnvoll ist das lange nicht mehr. Das Ganze ist ein gigantischer europäischer Verschiebebahnhof. Ja, da finde ich es tatsächlich schon konsequenter von manchen Ländern zu sagen, wir nehmen überhaupt niemanden mehr. Das ist wenigstens ehrlicher als dieses Hin- und Hergeschiebe. Und es wird sich auch nicht vermeiden lassen, dass die Leute aus anderen Staaten weiterwandern. Gucken Sie, was in Griechenland los ist. Ja, und jetzt sollen auf den Inseln die Lager geschlossen werden und jetzt aber richtige Stacheldrahtlager eröffnet werden, also Internierungslager. Gucken Sie mal, was an der ungarisch-serbischen Grenze los ist, weil die haben schon diese komplett abgeschotteten Internierungslager. Ungarn lässt ja jeden Tag nur noch 1 oder 2 Geflüchtete über die Grenze. Dann werden die da einkaserniert, dann werden die Verfahren durchgeführt, da wird 99% abgelehnt, da gibt es praktisch keinen Rechtsschutz und alles, was in Ungarn so aufgegriffen wird, wird komplett illegal sofort wieder über die serbische Grenze zurückgeschoben. Das ist alles Europa. Das ist alles Europa, das widerspricht allen nationalgesetzlichen, europarechtlichen, völkerrechtlichen Vorgaben. Das ist alles komplett rechtswidrig. Alle wissen das, ja? Alle Staaten wissen das, es wird kaum was dagegen gemacht. Also die EU-Kommission hat natürlich ein paar Rechtsstaatsverfahren mittlerweile einleiten müssen, auch gegen Ungarn und Polen. Da ging es aber um so Sachen wie ja, die Verteidigung der Pressefreiheit. Ja, und die Verteidigung der Gerichte, also die Unabhängigkeit der Gerichte ist da ja auch in Gefahr. Aber dass es da deutliche Worte gäbe, was die Flüchtlinge betrifft, nein. In Deutschland läuft das politisch unter Bezeichnung Schutz der Außengrenze. Soll heißen, eigentlich ist man den Ungarn ganz dankbar und natürlich auch den Griechen ganz dankbar, ja, wenn die Leute da irgendwo möglichst wegsperren, damit sie halt hier nicht einwandern. Nur Tatsache ist, solange die Zustände halt da so sind, so, und in Italien ist es nicht so, dass es viele geschlossene Lager gäbe, aber in Italien sind die Lebensbedingungen unzumutbar, sogar für anerkannte Flüchtlinge, weil wenn die ihre Anerkennung haben, dann fliegen sie aus den letzten Unterkünften raus und landen auf der Straße in Obdachlosigkeit. Armut bei Frauen, oft in der Prostitution. Und solange das so ist, werden die Leute weiterwandern, würden sie auch. Ja, so. Insbesondere auch diejenigen mit Kindern. So, ich habe tatsächlich einige syrische Flüchtlingsfamilien, die haben in Griechenland einen Flüchtlingsstatus bekommen oder auch in Italien einen Flüchtlingsstatus bekommen und die haben das da ernsthaft auch 2 oder 3 Jahre probiert, da zu bleiben. Das ist nicht so, dass sie da einfach nur durchgelaufen sind, sondern sie hatten ja ihren Status da, sie haben probiert, einen Sprachkurs zu kriegen, gab es nicht, sie haben probiert, Arbeit zu finden, gab es nicht, sie haben versucht, dass ihre Kinder in die Schulen kommen. Ja, dass die medizinische Versorgung einigermaßen ist, gab es nicht. Ja, und dann haben mir viele Eltern erzählt, naja, wenn es jetzt nur um uns gegangen wäre, wir hätten uns schon noch vielleicht irgendwie durchgeschlagen. Ja, aber die wollen eine Perspektive auch für ihre Kinder. Ja, das heißt wenigstens Unterbringung, Schule, medizinische Versorgung. Das wird also so bleiben, das heißt, dieses Problem bleibt auf. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass irgendwas dazu getan wird, um da die Lebensbedingungen zu verbessern. Es ist das Einzige, wo die Europäische Union sich gerade einig ist, beim Schutz der Außengrenzen ist, da aufzurüsten. Das heißt, Frontex wird verstärkt, die Grenzschutzagentur kriegt mehr Geld, kriegt mehr Personal, die Mauern werden hochgezogen, Stacheldraht wird nochmal überall aufgelegt. Aber warum gibt es keine Verbesserungen in Griechenland? Ja, die Türkei wird mit 3,2 Milliarden, glaube ich, bisher unterstützt.
damit syrische Geflüchtete da bleiben können. Ja, warum ändert sich nichts in den Griechenland? Griechen kriegen schon auch Geld. Die Frage ist, wo das da hinkommt. Oder warum unterstützt man nicht in Italien auch mit besseren Möglichkeiten? Aber solange das nicht Thema ist, wird es weitergehen. Okay, jetzt bin ich abgeschwiffen. Das große Europa. So, was ist Bürgerinnenasyl? Bürgerinnenasyl ist, wenn Bürgerinnen ihren privaten Wohnraum zur Verfügung stellen. Wobei das muss ja nicht unbedingt privater Wohnraum sein. Ich kenne auch Bürgerinnenasyl in Schrebergärten oder auf Campingplätzen oder im Wohnwagen auf dem Grundstück und so. Das muss nicht das eigene Haus oder die eigene Wohnung sein. Ja. Und sich auch um die Versorgung der Geflüchteten natürlich kümmern. Die kann man ja da nicht einfach irgendwo abstellen. Da muss ja jetzt auch was passieren. Und mit Versorgung meine ich jetzt nicht nur sowas wie Kleidung und Essen und Heizung, sondern ich finde schon auch, dass man gucken muss in dieser Zeit, wenn das jetzt nicht ganz kurz ist, was haben die weiter für soziale und kulturelle Kontakte? Ja? Was machen die da? Mit wem können die sich austauschen? Kann man da nicht vielleicht auch schon was machen zum Spracherwerb? Ja, ich habe jetzt noch keine Mandanten aus Bürgerinnenasylen, aber die aus dem Kirchenasyl, wenn die gut betreut sind und da ein paar Monate sind, dann kommen die oft raus und sprechen sehr gut Deutsch. Ja, weil die hatten ja nicht viel anderes zu tun in dieser Zeit, ja, als Deutsch zu lernen. Es wird wahrscheinlich auch eine Rechtsberatung organisiert werden müssen, also schon in Vorbereitung von so einem Bürgerinnenasyl, damit man die Rechtslage überprüfen kann, aber dann auch, wenn die Menschen da rauskommen. Und auch medizinische Leistungen müssen organisiert werden. Und da war es ja, hat Regensburg schon medizinische Hilfe für Illegalisierte irgendeine Struktur? Also ich weiß, dass es das in München gibt und ich weiß, dass es in Nürnberg gibt und Augsburg hat es. Wo ÄrztInnen oder die anderen aus der medizinischen Branche sich zusammentun und für Illegalisierte halt ohne Krankenversicherung, Krankenkarte, zumindest eine Form von Grundversorgung anbieten. Ja? Weil was machen Sie mit einem Menschen im Bürgerinnenasyl, der ernsthaft krank wird? Also ich meine ja jetzt keinen Schnupfen oder Husten oder was wir irgendwie selber alle behandeln können, ja, sondern irgendwas ernsthaft krank ist, das könnte ja sein. Und es dürfte eigentlich unwesentlicher Teil einfach auch eine psychologische, psychiatrische Beratung, Unterstützung brauchen. Das könnte auch sein. So, da wäre es ganz gut, mal zu appellieren auch an alle Angehörigen der medizinischen Berufe, ob man so eine Gruppe nicht auch gleich gründet und mit in das Bündnis aufnimmt. Ja, die Zahl der Illegalisierten und der Leute ohne Krankenversicherung, das können ja auch Deutsche sein oder Unionsbürgerinnen, die hier leben und keinen Krankenversicherungsschutz haben, die steigt seit Jahren. Die steigt seit Jahren überall. Ist gar nicht bekannt, wie viele das ungefähr sind. Ich habe immer mal geguckt, ob irgendjemand mal versucht hat zu erforschen, wie viele illegalisierte Geflüchtete überhaupt im Land sind. Da gehen die Schätzungen auseinander zwischen 500.000 und 1,5 Millionen. Das kriegen wir hier in Bayern, in Kleinstädten vermutlich gar nicht so mit, weil das sind jetzt hier nicht die Orte, wo man gut untertaucht. Ja, aber das sind so die großen Städte, wo es auch eine Infrastruktur gibt für Illegalisierte, also medizinische Hilfe und Anlaufstellen und diese ganzen Sachen. Und von daher kommen diese, sag ich mal, sehr, sehr schwierigen Schätzungen, 500.000 bis 1,5 Millionen. Ich schätze, dass es mit den 1,5 Millionen stimmen könnte. Ja, das heißt, es gibt auch viele Leute, gerade denen Dublin-Abschiebungen drohen, die gehen nicht unbedingt nochmal in andere Länder und nicht in ein Kirchenasyl und nicht in ein Bürgerinnenasyl, sondern die versuchen das hier zu überstehen. Natürlich geht das mit Hilfe von Freunden und Freundinnen und Verwandten in auch migrantischen Communities, wenn es die überall, wenn es die gibt, aber das kann man auch nicht überall auffangen. Da laufen also ganz, ganz viele herum. Das Problem gibt es eh schon. Das ist jetzt auch nicht neu, das haben wir einfach seit vielen Jahren. So, praktisch gibt es im Moment vor allem Aufrufe zur Gewährung von Bürgerinnenasyl, also den Aufruf, der da vorne liegt und den Sie unterschreiben können. Ich habe extra nochmal Pro Asyl angeschrieben und gefragt, was wisst ihr denn so darüber, was läuft denn da so bei euch ein? Das war in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich. Pro Asyl ist da nämlich selber durchaus ein bisschen skeptisch. Das hat mich gewundert. Also laufende Fälle von tatsächlich gewährtem Bürgerinnenasyl sind bisher fast nie veröffentlicht worden. Ja, aus guten Gründen nicht veröffentlicht. Ich kann mich noch an ein oder zwei
Fälle erinnern, Abschiebungsfälle, wo es um mehr ging, um das Bürgerinnenasyl, also die Leute waren irgendwo untergebracht, aber wo tatsächlich die Polizei auch kam, weil der Aufenthaltsort bekannt war und die Geflüchteten da rausholen wollten. Und die Initiativen haben dann mobilisiert und sich halt einfach mit 50, 100, 200 Bürgerinnen vor dieses Haus gestellt. Und gesagt haben, so, liebe Polizei, hier stehen wir nun, wir können nicht anders, den holt ihr hier nicht raus. Das hat es 2 oder 3 Mal gegeben. Das ist für die Leute vor Ort, die das machen und die das auch geschafft haben. Die Polizei ist dann abgezogen. So, und da, es kommt jetzt natürlich auch drauf an, wer da steht, sage ich jetzt mal ganz krass. Das waren jetzt keine 200 autonomen Antifas. Ja, das waren halt ältere, gestandene Bürger und Bürgerinnen in der Mehrzahl oder so, die da standen und sagten, nee, den holt ihr hier nicht ab. Dann steht die Polizei davor, da hat sie sich nicht durchgeknüppelt. Das hätte sie machen müssen. Die sind einfach abgezogen. Wobei ich mir sowas in Niedersachsen halt auch ganz gut vorstellen kann. Ja, bei der bayerischen Polizei weiß ich es aber nicht. Aber ist genau. Doch dann das nur aufgeschoben und nicht aufgehoben? Oder? In dem Fall war es aufgehoben, weil die Polizei zog ab und der Mensch wurde sofort woanders untergebracht. Ja. Aber was halt da funktioniert hat, war eine ganz schnelle Mobilisierung von ganz vielen Leuten, ja, also wahrscheinlich über WhatsApp oder irgendeinen anderen Messenger-Dienst, sage ich jetzt mal. Oder um das vorwegzunehmen, von WhatsApp rate ich im Bereich des Bürgerinnenasyls absolut ab. Ja. Wenn Sie das machen, kümmern Sie sich um eine andere Messenger-App wie Threema oder Signal, irgendwas, was abgesicherter ist, aber keine. Und auf Facebook kann man auch Aufrufe veröffentlichen, aber mehr sollte da, glaube ich, auch nicht über Facebook kommen. Ja. Also es gab auf jeden Fall schon Initiativen, Leute anders abzusichern, als jetzt nur über das Asyl selber, sondern einfach auch über diese Fälle der Mobilisierung. Also Zwischen- oder Verständnisfrage, eben der Unterschied, wenn man so will, zwischen einfach so ganz klassisch Leute verstecken, dass die nicht abgeschoben werden und im Konzept des Bürgerasyls, der steht und fällt ja mit der Art, wie kommuniziert das nach außen, also mache ich das irgendwie öffentlich und benenne das als widerständische Praxis oder nicht und aber da ist halt auch die Frage, was mache ich öffentlich und was nenne ich die widerständige Praxis, ja, und da kann man schon sagen, also wir machen öffentlich, ne? Wir gewähren Bürgerinnenasyl, ich gewähre Bürgerinnenasyl, ich bin bereit, meine Wohnung zur Verfügung zu stellen, oder macht man die einzelnen Untergebrachten? Wenn man das macht, auch in Absprache mit den Geflüchteten, finde ich, die das jetzt irgendwie auch wissen sollten, dann braucht man nochmal eine andere Unterstützungsstruktur, um das abzusichern. Ja. Bisher ist es so, die tatsächlichen Fälle werden normalerweise nicht veröffentlicht. Also es gibt keine konkreten Bekanntmachungen, wie die Bürger-Asylinitiative Nürnberg teilt mit. Sie hat jetzt 3 Afghanen ins Bürgerinnenasyl genommen, weil übermorgen der nächste Sammelabschiebeflieger geht. Könnte man ja machen. Also auf jeden Fall kriegt man ganz viel Öffentlichkeit und Diskussion endlich über diese Abschiebeflüge auch wieder hin. Das ist ja praktisch schon gegen Null gegangen. Das interessiert ja. Interessiert ja niemand mehr. Das heißt dann ja immer auch noch nicht, dass man konkrete Leute, konkrete Wohnungen oder sonst was irgendwie bekannt hat. Aber das muss man sich überlegen, das muss man sich im Vorfeld überlegen. Das sind alles strategische Erwägungen. Ja? So, also Pro Asyl sagt, es weiß nur von wenigen Fällen, wo das passiert ist. Ich glaube, das waren auch die Barnimmer Fälle. Und das meiste läuft unter dem Schirm aus Sicht von Pro Asyl, auch wegen der Strafbarkeit. Ja, aber eine Statistik haben wir dazu nicht. Also wir haben nicht mal alle Fälle erfasst von Bürgerinnenasyl, die es gegeben hat und schon gar nicht, wie lange das jetzt gedauert hat und was da passiert ist. Ich gehe davon aus, dass was im Moment gemacht wird, in der ganz großen Mehrzahl noch Dublin-Fälle sind. Ja, so. Aber wir brauchen die Plätze dringend, auch also wirklich für die afghanischen Geflüchteten, ne? Und teilweise auch für Iran. Und wir wissen nicht, was mit anderen Herkunftsländern noch passieren wird in den nächsten Jahren. So, jetzt ist das Ganze ja nicht neu, das hat es auch früher schon gegeben, aber ohne Öffentlichkeit und ohne öffentliche Initiativen. Als ich angefangen habe als Anwältin, gab es in Passau noch eine damals schon sehr alte Ehrenamtliche bei der Diakonie,
die Geflüchtete betreut hat, schon in den ganzen 90er Jahren. Also alle diese Geflüchteten aus den 90ern, die immer noch in der Stadt leben, die sind ja mittlerweile lang eingebürgert und so weiter, sprechen immer noch voller Freude von Frau Ingrid, die sie damals so genannt haben, weil sie sich um alle gekümmert hat. Und die hat mir erzählt, dass es damals so war, da ging es um eine komplette Familie, die abgeschoben werden sollte. Und den Vater hatten sie schon geholt, der war in Abschiebungshaft. Die Mutter hatten sie wegen der Kinder noch irgendwie im Heim gelassen. Das war ihr alles zu riskant, sagte sie. Und dann hat sie sie mitgenommen nach Hause, nach Österreich wohlgemerkt. Also das ist ja bei uns nur über die Brücke von Passau aus, aber sie wohnt halt auf der österreichischen Seite. Hat Frau die Kinder mitgenommen, hat das alles zum Anwalt gegeben natürlich, gesagt, du regelst jetzt hier, wie auch immer. Und hatte die, ich glaube ein Dreivierteljahr war sie zu Hause. Ja, so ihr Mann, sagt sie, im Nachhinein, war not amused, der musste da aber einfach irgendwie mitspielen. Und die Kinder konnten ja nicht in die Schule gehen, das war ja alles inoffiziell, also hat sie die in der ganzen Zeit auch unterrichtet. Es war keine ehemalige Lehrerin, aber die hat da Schulunterricht. Mit den Kindern muss alles seine Ordnung haben, Kinder müssen in die Schule gehen. Und als sie das anfing, war vollkommen unklar, ob und wie das irgendwie ausgehen würde. Das Einzige, was damals noch klar war oder überhaupt klarer war, ist, dass sie den Mann nicht ohne den Rest der Familie abschieben würden. Ja, weil tatsächlich auch aus meiner Praxis bis vor 2 oder 3 Jahren Bayern in der Regel darauf verzichtet hat, Familien auseinanderzureißen. Ja, ich hatte das früher nie. Ja, das wird erst seit 2 oder 3 Jahren gemacht, dass die Ausländerbehörden davor, also in anderen Bundesländern hat es das immer schon vereinzelt. Ich kann mich erinnern, Unser Beckstein war mal so eine Familie in Pendling, waren die, glaube ich, haben die zuerst. Eine. Ja. Eine Familie, die haben wir auseinandergerissen. Ja. Aber das war halt da mal eine in all den Jahren. Ne? Also das war jetzt nicht so eine Massengeschichte, wie ich das jetzt kenne. Gerade auch in Dublin-Verfahren auch kenne, ja, wenn halt der Mann nicht da ist, nehmen sie Frau und Kinder. Wenn Frau und Kinder nicht da ist, nehmen sie den Mann. Sie nehmen halt, was sie kriegen können und schieben das alles schon mal ab nach dem Motto, ja, der Rest der Familie kann ja hinterher. Das hat es vorher nicht gegeben. Ne? Man hat schon versucht, die Familien beisammen zu lassen. Mhm. Und wenn ein Mensch krank war und im Krankenhaus, hat man den Rest auch hier gelassen. So. Und da ist vollkommen die Hemmschwelle gefallen. Also das hat mit jetzt Familieneinheit, Familienschutz und Grundrechten und so, hat das alles nichts mehr zu tun. Das ist wahrscheinlich auch das Unchristlichste. Abgesehen von den Menschenrechten kann man ja vielleicht noch mit dem C argumentieren, was sie machen können. Ja? Einen positiven Zwischenruf von vor 2 Jahren, als wir ein Mann schon in Abschiebehaft war und wir dessen Frau plus die 2 Kinder ins Kirchenasyl vermittelt haben können, eine Woche später ist der Mann aus der Abschiebehaft rausgekommen, konnte mit ins Kirchenasyl und nach kurzer Zeit hat dann das BAMF vom Selbsteintrittsrecht Gebrauch gemacht. Das war ein positives Beispiel, wir knüpfen da an, aber es gibt keine Garantie. Ja. Es war halt früher die Regel und ist jetzt die Ausnahme. Das war auch schon früher. Beim Selbsteintritt vom Bundesamt, das kann man so sagen. Ja? Mhm. Also in den Dublin-Fällen ist es so, dass wir natürlich früher wesentlich mehr Selbsteintritte hinbekommen haben in Härtefällen. Und dass jetzt vom Bundesamt, auch beim Kirchenasyl, wo ja jetzt wirklich auch ausführliche Dossiers gemacht werden in vielen Fällen oder so, dass die Kirchen schon auch sagen, warum machen wir das hier eigentlich? Uns die ganze Arbeit, den Geflüchteten, den ganzen Stress, wenn euch das sowieso überhaupt nicht interessiert und es praktisch keine Härtefälle mehr gibt. Auch soll, wo die zum Beispiel, ja, wo es um zwangsgehandelte, zwangsprostituierte, stark traumatisierte Frauen geht, mit schrecklichen Geschichten aus dem Herkunftsland, furchtbaren Sachen auf der Flucht, dann nochmal alles Mögliche in Italien. Wenn man das so liest, was die aufschreiben, was der Frau passiert, und wir denken, was. Kein Härtefall. Ja, so. Das war früher nicht so. Da hat man diese Sachen durchgekriegt. Und jetzt kriegt man das nur noch in Einzelfällen durch. Das zerstört natürlich auch bei allen Initiativen auch die Motivation, da zu versuchen, irgendwie mehr zu. Also ich spare mir die Spucke mittlerweile, auf ein Selbsteintrittsrecht hinzuwirken. Das habe ich früher auch als Anwältin mit einer guten Schilderung oft noch durchgekriegt. Das schenke ich mir. Ja, die Kirchengemeinden müssen sich das überlegen, ob sie das weiterhin machen. Ob das eine Option wäre im BürgerInnenasyl, bezweifle ich, weil ich nicht denke, dass das Bundesamt Anträge auf Selbsteintritt oder bestimmte Sachen entgegennehmen wird von Leuten, die untergetaucht sind.
Und das wird auch das Problem sein mit den Verwaltungsgerichten, ja, weil wenn keine ladungsfähige Anschrift da ist, im Kirchenasyl können wir eine Anschrift bekannt, die Leute sind ja nicht untergetaucht, ist ja bekannt, wo sie sind. Aber wenn keine ladungsfähige Anschrift angenommen, sehen die Verwaltungsgerichte in der Regel kein Rechtsschutzbedürfnis, man weiß ja gar nicht, ist der Kläger da oder nicht. Ja, das wird schwierig, da juristisch was, also mit dem BAMF und mit den Verwaltungsgerichten. Ja, also jedenfalls muss ich immer noch an diese alte Dame denken, die war damals schon 70, jetzt ist sie irgendwie fast 90, jetzt betreut sie nicht mehr so viele Geflüchtete, sondern nur noch weniger, die diese Kinder mit nach Österreich genommen haben. Und das ganz wichtig fand, dass sie auch Schulen hatten. Jeden Tag von 8 bis 1 Uhr. Ja. Pro Asyl sagt, das Ganze steht ja nun in einem gewissen Widerspruch und das finde ich auch. Was machen wir da eigentlich? Das eine ist so eine stille Hilfe. Ja, wir verstecken die Leute und es wird nicht öffentlich. Und auf der anderen Seite wird aber öffentlich propagiert. Wir gewähren Bürgerinnen Asyl aus denen und denen. Wie passt das jetzt zusammen? Ja? Wie balancieren wir auch in den beiden Balken? Pro Asyl sagt, sie denken, die Bewegung ist stark und wird immer stärker und viele würden hoffen, dass, wenn wir ganz, 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 ganz viele sind, dass wir das so im Wege des zivilen Widerstandes so durchstehen können, dass wir uns so ein bisschen unangreifbar machen gegenüber dem Staat. Wir sind ja hier in Regensburg. Einige sind älter. Einige haben auch noch Wackersdorf mitgekriegt, da erinnere ich immer mal dran. Da gab es ganz, ganz, ganz viel Widerstand, ganz zivil und auch ganz bürgerlich und ganz viel staatliche Repression. Also Pro Asyl hat da deutlich Zweifel, ob das gelingt. Aber im Prinzip stimmt es natürlich, ja. Wenn es ganz, ganz viele sind und wenn das eine ganz, ganz breite Bewegung ist, ja, und wie ich jetzt auch finde, politisch nicht so einseitig, sondern so von links bis rechts, ja, und mit diesem gemeinsamen, ja, wir möchten hier Abschiebungen verhindern, weil wir die menschenrechtswidrig finden, dann wird es leichter. Aber es gibt jetzt anders als im Kirchenasyl natürlich keine Hemmschwelle für den Staat, in ein öffentliches Bürgerinnenasyl nicht einzudringen. Ja? Und wir werden auch keine staatliche Zusicherung kriegen, dass das nicht gemacht wird. Ja? Ja, das ist den Kirchen zugesichert worden, aber das wird es beim Bürgerinnenasyl bestimmt nicht geben. Die Kirchen wird ja auch reingegangen. Ja, aber das waren Einzelfälle. Wir hatten in den letzten Jahren einen Eingriff in den Kirchenasyl in Münster und einen in Augsburg. Und das war dem Innenminister damals schon verdammt peinlich. Also die Polizei ist schon zurückgegriffen. In Regensburg gab es auch einen Fall vor 2 Jahren. Aber da hat die Kirche doch die Leute selber freigegeben, oder? Also die Polizei ist trotzdem reingegangen und hat die Leute rausgeholt. Nein, ich sag, da hat die Kirche doch die Leute freigegeben. Genau, aber trotzdem ist die Polizei in der Kirche. Ja, die Kirche hat ja nicht mehr geschützt. Die Kirche hat ja gesagt, die müssen raus. Die hat der Polizei ja gestattet, die rauszuholen. Das ist kein Kirchenasylbruch. Da hat die Kirche das zurückgezogen. Also mir sind nur 2 Fälle bekannt in den letzten Jahren. Das eine war Münster, das andere war Augsburg. Und nach Augsburg hat der Innenminister gesagt, das kommt nicht wieder vor. Das war ihm sehr peinlich und ich glaube auch nicht, dass das wieder vorkommt. Ich habe auch keinen einzigen Fall seitdem gehabt. Aber diesen Schutz hat man mit dem Bürgerinnenasyl nicht, den werden wir nicht kriegen. Ja, und was mich dann schon ein bisschen überrascht hat, war, dass Pro Asyl sogar die Bezeichnung von zivilem Ungehorsam skeptisch sieht. Ich habe ja die Veranstaltung gleich mal so benannt, weil ich dachte, ja, was ist denn das, ja, wenn ich das mache, was soll denn das anderes sein eigentlich als ziviler Ungehorsam oder Widerstand? Das ist Pro Asyl, wie ich denke, zu politisch, das signalisiert diese Grundeinstellung, so wir sind gegen Abschiebungen. Und es gibt viele in der Flüchtlingshilfe, die würden das lieber bei der Argumentation für den konkreten Einzelfall lassen. Also das ist das, was die Kirchen im Kirchenasyl machen. Die sagen, ja, ja, wir machen ja hier politisch nicht groß was gegen Dublin-Abschiebungen, sondern wir schützen hier den einzelnen konkreten Menschen, weil in diesem besonderen Falle wäre die Überstellung nach Italien einfach wirklich schlimm. Und die versuchen, die Politik rauszuhalten, weil je politischer sie werden, umso schwieriger wird das mit dem Kirchenasyl. Also so eine Begrenzung auf Einzelfälle. Und natürlich ist es so, dass man, wenn man das so auf so Einzelfälle begrenzt, in dem konkreten Einzelfall mehr erreichen kann. Wenn man mal, ne, individuell, Härtefall, argumentiert, kriegt man diesen Menschen raus. Aber die grundsätzliche Kritik, ja,
Also ja, die Kirchengemeinden könnten auch sagen, wir finden dieses ganze Dublin-System menschenrechtswidrig. Deswegen nehmen wir alle, wenn wir wollen, ins Kirchenasyl, denen eine Dublin-Überstellung droht. Und es ist uns vollkommen wurscht, ob das jetzt nochmal da zusätzlich ein besonderer Härtefall ist oder nicht. Das werden sie nicht tun. Ja, im Bürgerinnenasyl kann man das machen. Ja, aber wenn man weggeht von diesem, wir unterstützen einzelne konkrete Einzelfälle hinzu, wir kritisieren Abschiebungen insgesamt politisch, dann muss man das zivilen Ungehorsam oder Widerstand nennen. Was anderes ist es dann nicht. Ne? Dann greift die staatliche Politik an. Ja, dann komme ich auch schon zu dem politischen, warum brauchen wir das Bürgerinnenasyl? Das würde ich so formulieren, dass ich sagen würde, weil der Rechtsstaat für Geflüchtete nicht funktioniert. Wir werden heute nicht diskutieren, dass der Rechtsstaat auch ansonsten oft nicht funktioniert. Aber da ist es einfach schon sehr auffällig bei sehr wenig Protest. Ja, also Sie alle haben in den letzten Jahren mitgekriegt, dass das Bundesamt sehr viele Asylabschiebungsbescheide erlassen hat, die in sehr, sehr großer Zahl rechtswidrig sind. So. Teilweise haben die Verwaltungsgerichte diese Bescheide zu 50% aufgehoben. Wir sind jetzt immer noch bei einer Quote von um die 30%. Das heißt, 30% dieser Bescheide sind rechtswidrig. Jetzt stellen Sie sich mal das in irgendeinem anderen Bereich der Verwaltung vor. Stellen Sie sich mal vor, 30% aller Baubescheide wären rechtswidrig. Oder 30% Ihrer Steuerbescheide. Und dann überlegen Sie sich mal, was in der Bevölkerung für ein Aufstand wäre, wenn irgendwo eine Verwaltung ja, zu einem Drittel rechtswidrige Bescheide macht. Ja? Dann wäre aber was los. Dann würde sich da auch ganz schnell in der Verwaltung was ändern. Protest beim Bundesamt, nur diese Zahlen werden bekannt gegeben und weiter passiert nichts. Tatsächlich überprüft das Bundesamt ja nun seit ein, zwei Jahren diese ganz vielen Bescheide, die sie erlassen haben, für viele Geflüchtete, aber nur die positiven. Ja? 600.000, 700.000 Bescheide werden überprüft, ob denn diese positiven Bescheide rechtmäßig ergangen sind. Negativen Bescheide werden vom Bundesamt selber nicht überprüft. Das überlässt man alles den Verwaltungsgerichten. Da staut sich das jetzt schon seit Jahren. In den Asylkanzleien gibt es tatsächlich zu wenig Kapazitäten, um das alles zum Bundesverfassungsgericht zu tragen, wo es hin muss. Da landen immer jetzt gerade mal so Einzelfälle. Tatsächlich bin ich mir nicht mal sicher, ob das so gut wäre. Also gerade diese Dublin-Familientrennung zum Bundesverfassungsgericht zu tragen, am Ende ist die Entscheidung dann auch nicht so, wie wir denken, dass sie sein müssten. Und da müssen wir nämlich noch weiter zum Europäischen Gerichtshof und zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das zieht sich ja alles jahrelang. So. Dann wissen wir, dass es auch bei den Ausländerbehörden nicht immer gut steht um den Rechtsstaat. Also da wird abgeschoben, auch ohne weitere Prüfungen, ob zum Beispiel noch ein Anspruch auf eine Duldung besteht oder eine Aufenthaltserlaubnis auch aus familiären oder humanitären Gründen. Und viele Geflüchtete werden auch abgeschoben, die aus meiner Sicht gar nicht reisefähig sind. Also da liegen dann auch ärztliche Atteste vor, dass sie nicht reisefähig sind. Aber die Ausländerbehörde findet dann schon jemanden beim Gesundheitsamt oder irgendeinen Abschiebungsarzt, der bestätigt, dass das doch geht. Und außerdem sieht sie das Problem nicht, weil es liegt ja immer ein Arzt mit. Oder man kann ja einen Arzt auch mitschicken. Also da wird vieles auch nicht geprüft. Und dann ist eines der Hauptprobleme, dass der Zugang zu Rechtsberatung und Rechtsschutz für die meisten Geflüchteten ja gar nicht mehr existiert. Ja? Also das ist auch nochmal deutlich anders als für uns. Ja? Wenn der Baubescheid falsch ist und der Steuerbescheid falsch ist, ne, haben wir noch einen ganz anderen Zugang zu Rechtsberatung und Ressourcen. Das eine Problem ist, dass es gar nicht mehr genügend Anwälte und Anwältinnen gibt, die das qualifiziert machen können. Das zweite Problem ist, dass es auch ansonsten nicht genügend qualifizierte rechtliche Beratung und Vertretung gibt. Also ein Beispiel im Asylverfahren ist ja im Koalitionsvertrag dieser Koalition in der Bundesregierung steht ja drin, dass eine unabhängige Verfahrensberatung gewährleistet sein soll für alle Asylsuchenden, insbesondere auch in den Ankerzentren. Also da hat man dann ja auch mit argumentiert, dass man hier alle im Anker verwahren kann, eine unabhängige Verfahrensberatung. Da gab es sogar ein finanziertes Modellprojekt für eine unabhängige Verfahrensberatung, wo ein Teil der Wohlfahrtsverbände, Caritas, Diakonie und so weiter im Zusammenarbeit mit dem BAMF das in ein paar
Erstaufnahmeeinrichtungen schon installiert hatten und das gemacht wurde. Und alle gesagt haben, auch die VertreterInnen des Bundesamtes, das ist super, das funktioniert gut, das behalten wir so bei. Auch die Anhörer und Anhörerinnen beim Bundesamt haben ein Interesse daran, dass die Leute gut beraten sind und gut vorbereitet werden, zum Beispiel auf ihre Anhörungen. Dann laufen diese Anhörungen ganz anders und es ist für die viel leichter, den Sachverhalt zu ermitteln. Ja, also da machen wir leichte Hoffnung, dass das irgendwie kommen könnte. Die SPD hat dieses ganze Migrationspaket mit vielen Verschärfungen durchgewunken. Zum einen, weil sie gesagt hat, ja, wir wollen unbedingt dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das hilft uns ja im Asylbereich überhaupt nicht weiter. Und zum anderen, weil sie gesagt hat, wir haben die unabhängige Verfahrensberatung durchgesetzt. So, die steht jetzt da am Gesetz. Und da steht sie gut, weil es steht nämlich nicht dabei, wer, wie, wo, wann und vor allem, wer das bezahlt. Ja, die Wohlfahrtsverbände werden Stellen für eine unabhängige Verfahrensberatung in den Ankern, nur schaffen wir eine Finanzierung dafür. Finanzierung ist immer Ländersache. Ne? Da ist der Bund dann irgendwie fein raus. Das heißt, wenn Bayern das nicht finanziert, und ich sehe nicht, dass sie die Absicht haben, weil die bayerische Staatsregierung hat noch nie unabhängige Verfahrensberatung finanziert, dann gibt es das einfach nicht. Aber das besonders Interessante ist, dass das BAMF das jetzt auch selber machen darf. Und das nennen sie unabhängig, weil das machen nicht die AnhörerInnen und EntscheiderInnen, sondern da werden jetzt extra Leute abgestellt. Und da findet jetzt eine sogenannte Verfahrensberatung statt. Die findet so statt, dass man jedenfalls die Leute mit der gleichen Sprache in so kleinen Gruppen, so 12 Gruppen zusammenfasst. Und dann zeigt man ihnen so einen Film, wie das Asylverfahren abläuft. Und dann fragt man hinterher, oh, und haben Sie noch irgendeine Frage dazu? Das ist jetzt nicht schlimm, dass sowas stattfindet. Ja? Das können die gerne machen. Das ist besser als jetzt gar nichts irgendwie an Informationen. Aber das hat ja jetzt mit qualifizierter Beratung, Vorbereitung auf die Anhörung oder sowas gar nichts zu tun. Da saß ich vor kurzem mit einem Vertreter vom BAMF auf dem Podium aus der Abteilung Qualitätssicherung, Verfahrensberatung. Und dann habe ich gesagt, habe ich den gefragt, die EU-Aufnahmerichtlinie sieht vor, dass am Beginn dieses Asylverfahrens besonders schutzbedürftige Asylsuchende identifiziert werden müssen. Ja? Besonders schutzbedürftige, kranke Menschen mit Behinderungen, ja? Menschen mit Traumatisierungen, Minderjährige und so. Jetzt ist das relativ einfach bei, was weiß ich, Schwangeren, Blinden, Gehörlosen oder wenn ein Bein ab ist oder ein Arm, das sieht man. Ja, das können wir jetzt alle identifizieren. Aber psychische Beeinträchtigung, Traumatisierung, da wird überhaupt nichts identifiziert. Und da ist aber auch gar kein Verfahren dazu vorgesehen. Und zum Beispiel auch nicht für die ganzen Geflüchteten der LGBTIQ, habe ich jetzt alles richtig aufgezählt, Gruppen. Ja, ich würde da einfach queer sagen und queer, dann hat man alles. Wenn du meinst, dass das dann alle, dass das alle verstehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob alle Lesben und Schwule auch sagen würden, dass sie queer sind. Oder alle Trans- und Intermenschen, aber das können wir ein anderes Mal nicht. Also jedenfalls fragte ich ihn, wie denn jetzt zum Beispiel Lesben, Schwule, Transgender-Menschen, wie die da identifiziert werden sollen. Und dann sagte er, also besonders schutzbedürftig, ja, das soll in dieser Verfahrensberatung stattfinden. So, das war eine auf der Tagung von der Rechtsberaterkonferenz, also mit ungefähr 100 Anwälten und Anwältinnen aus dem Asylrecht bundesweit. Die schnauften irgendwie alle erstmal durch. Und dann habe ich ihn gefragt, Sie glauben, wenn da 12 Menschen sitzen, die jetzt vielleicht aus dem gleichen Herkunftsland sind, also 12 Nigerianer und Nigerianerinnen, dass im Anschluss an dieses Filmchen, wenn Ihr Bundesamtsvertreter die fragt, was haben Sie denn jetzt noch für Fragen oder Anliegen oder so, dass da einer sagt, ich bin schwul, dass die Frau sagt, ja, und ich war in der Zwangsprostitution, was ist das für eine Vorstellung? Aber das ist deren Rechtfertigung dafür, zum einen, dass sie finden, das ist unabhängig, weil er macht ja nicht direkt einen BAMF-Mitarbeiter, sondern nur ein Abgestellter. Und zum anderen, dass sie finden, man könnte da besonders Schutzbedürftige identifizieren. Das ist unglaublich. Und das ist ein Verstoß gegen geltendes Unionsrecht. Ja, steht so drin, wurde nicht umgesetzt. Das alleine ist schon ein Grund, warum da kein Zugang ist zu Rechtsschutz oder Rechtsberatung, weil die Leute werden gar nicht mal imstande gesetzt, dass es irgendeine Stelle gibt, wo sie überhaupt ihre persönlichen Dinge irgendwie
reden können. Das braucht auch ein bisschen Zeit. Ja, also da muss man ja vielleicht auch erstmal Vertrauen fassen zu bestimmten Leuten. Das ist ja da auch nicht vorgesehen. Ja, also, der Rechtsstaat funktioniert da nicht. Als Anwältin sage ich Ihnen, es gibt noch einen Bereich, wo der Rechtsstaat genauso wenig funktioniert wie für Geflüchtete. Und das ist im Bereich des Sozialrechts, und zwar, ich sage einfach mal, für Arme. Ja, Jobcenter und Bescheide des Sozialamtes, da ist die Fehlerquelle auch zwischen 30% und 50%. Da klagen wir auch seit Jahren, da interessiert es auch niemanden. Das heißt, das sind die Schwächsten in dieser Gesellschaft. Ja, Arme und Geflüchtete. Und da das ja dann oft auch noch zusammengeht, ja, gibt es dann eine doppelte Diskriminierung. Ja, dann finde ich, brauchen wir auf jeden Fall Bürgerinnen-Asyl, damit wir wieder darauf aufmerksam machen können, dass es da um Menschen geht, ne, um Menschen mit Menschenrechten und nicht irgendwie so eine Masse von Geflüchteten. Also das jetzt mal so als Hintergrund, mit dem man das, wie ich finde, auch gut argumentieren kann, ne, weil die Zahlen dafür, dass der Rechtsstaat zumindest an dieser Stelle versagt, auch wenn man jetzt nicht grundsätzlich rechtsstaatskritisch wäre, das ist deutlich, das kann eigentlich auch niemand bestreiten. Und es kann auch niemand bestreiten, dass dagegen nichts gemacht wird. Ja, dass das alles bekannt ist und nichts unternommen wird. Okay, nächster Punkt. In welchen Fällen ist es denn sinnvoll? Also, wir haben schon darüber gesprochen. Sinnvoll ist es natürlich bei drohenden Abschiebungen in Dublin-Verfahren. Da ist es auch am einfachsten, weil da hat man eine Überstellungsfrist. Ja, wobei das nicht heißt, dass das dann unbedingt ein kurzes Bürgerinnenasyl ist. Ja. Weil die Leute, die keine Adresse mitteilen, werden von der Ausländerbehörde als untergetaucht gemeldet. Das heißt, wir haben nicht nur eine Überstellungsfrist von 6 Monaten, sondern eine Überstellungsfrist von 18 Monaten. Da ist jetzt vielleicht schon ein halbes Jahr vorbei, ja, aber dann ist es immer noch ein Jahr. Was läuft? Und das kann eine lange Zeit sein. Hier braucht man auf jeden Fall auch eine rechtliche Beratung und Vertretung. Bitte, wenn Sie sich damit nicht auskennen, versuchen Sie nicht, diese Frist selber zu ermitteln. Ja, also es wissen zwar alle, es gibt 6 Monate, es gibt 12 Monate, es gibt 18 Monate, aber niemand weiß, wann das genau anfängt. Und tatsächlich kann man das professionell auch nur mit Akteneinsicht ordentlich ermitteln, und tatsächlich berechnet auch das Bundesamt das manchmal falsch. Und da muss man gucken, also da muss man aufpassen. Aber da hat man ja zumindest eine zeitliche Dimension, selbst wenn man von vornherein von den 18 Monaten ausgeht, was ja viele Kirchengemeinden mittlerweile auch machen. Ja? So, die sagen ja, was auch immer das Bundesamt sagt zum Dossier und zum Selbsteintritt, okay, dann gehen wir halt von 18 Monaten aus. Ne? Dann haben wir da aber auch eine Grenze. Ganz oft geht es im Dublin-Verfahren tatsächlich aber nur noch um wenige Tage. Wir haben viele Leute im Anker, die sind tatsächlich schon bei einer verlängerten Überstellungsfrist. Die bekommen ja mittlerweile Überstellungsankündigungen. Ja? Also halten Sie sich an diesem Tag, ne, ab 3 Uhr bereit, wenn Sie abgeholt werden, Sie überstellt. Und dann sind die natürlich nicht in Ihrem Zimmer und dann werden die eh schon als flüchtig behandelt. Das ist juristisch auch nicht korrekt, aber sie sind dann schon auf 18 Monaten. So. Und wenn von diesen 18 Monaten ein erheblicher Teil vorbei ist, dann sind es am Ende vielleicht sogar nur noch 3 Tage. Oder 3 Wochen, weil der Vorteil hier ist, es kann sich nicht nochmal verlängern. Ja, also wenn ich zwischendrin einmal als untergetaucht werde, dann verlängert es sich auf 18 Monate, aber was ich dann mache, ist vollkommen egal, ja, weil mehr als 18 gibt es nicht. Aber man muss wissen, dass es dann nicht wieder eine Ankündigung gibt. Also da kann man sich nicht drauf verlassen, weil es gibt ja keine zweite Ankündigung. Man kann sich eh nie auf Ankündigungen verlassen. Aber in der Verlängerung gibt es einfach keine Ankündigung. Also es gibt sehr wahrscheinlich beim zweiten Mal keine Ankündigung, sondern wird gleich abgeholt. Und man muss natürlich auch bedenken, man kann dann auch in Abschiebungshaft genommen werden. Das heißt, es gibt natürlich Leute, die möchten vielleicht diese Frist im Anker aussitzen. Es gibt da ja auch sehr Geschickte, die schlafen jede Nacht in irgendeinem anderen Zimmer und Bett. Letzten Sommer hatte ich mal einen Mandanten im Bayerischen Wald, der war nie nachts und vormittags in der GU, aber der Sommer war halt warm. Ja, der ist da abends raus um 9 oder 10 und am nächsten Tag immer erst um 1 wieder in die GU. Und zwischendrin hat er im Wald geschlafen. So, den haben die da, aber da er immer da war, da er jeden Tag immer da war, konnten sie ihn auch nicht als untergetaucht melden. Und die Polizei ist halt immer früh morgens gekommen. Daran haben sie jedenfalls nichts geändert. Das liegt daran, dass die Überstellungsflüge halt meistens am Vormittag gehen. Italien hat ganz feste
Vorgaben, zu welchen Zeiten die Geflüchteten da. Also ich glaube, die sollen zwischen 10 und 12 und 2 und 4. Und nur montags bis donnerstags. Und nicht in den Ferien und nicht an den und den und den und den Feiertagen. Also Italien weiß schon, wie man das macht. Ja, das ist da nicht so einfach. Aber für ein Bürgerinnenasyl, da gibt es halt mindestens eine Frist. So, was machen wir jetzt mit bei drohenden Abschiebungen in das Herkunftsland? So, und da interessieren uns alle vermutlich im Moment vor allem die Afghanen, weil da einfach jeden Monat eine Sammelabschiebung ist. Wir haben auch schon Sammelabschiebungen mittlerweile für Pakistan, Nigeria, Senegal, aber sehr viel weniger. Also erstmal ganz kurz, weil da immer viele Missverständnisse bestehen. Auch Afghanistan ist kein sicheres Herkunftsland. Sichere Herkunftsländer sind nur die, die im Gesetz stehen. Und das sind im Moment die Staaten des Westbalkans, Albanien, Bosnien, Serbien, Mazedonien, Montenegro und... eins fehlt mir noch. Kosovo. Ja? Diese 6 plus Ghana plus Senegal. Ja, das sind sichere Herkunftsstaaten im Sinne des Asylgesetzes. Ja, da gibt es ein besonderes Verfahren dafür. Die Bundesregierung versucht das die ganze Zeit auszuweiten. Im Moment stehen zur Debatte Georgien, Marokko und Algerien. Ob das durchkommt, wird letzten Endes von den grünen mitregierten Ländern im Bundesrat abhängen. Die haben das letzte Mal noch aus prinzipiellen Gründen gestoppt. Aber das ganze Migrationspaket ist auch durch den Bundesrat gekommen, da ist nichts mehr gestoppt. So, Afghanistan und Nigeria sind keine sicheren Herkunftsstaaten, weil es nicht im Gesetz steht. Aber es kann natürlich abgeschoben werden, wenn man es als sicher genug ansieht. So, die Argumentation für Afghanistan ist lediglich, ja, wir wissen schon, dass 90% dieses Landes sind komplett unsicher. Die sind entweder Taliban verseucht oder es ist überall Krieg. Und man kommt auch nirgendwo mehr hin. Man kann keine einzige Straße benutzen, ohne irgendwo angehalten und aufgeknüpft zu werden. Aber jedenfalls Kabul, Masai-Sharif und Herat gelten noch als ausreichend sicher, aber nur für junge, gesunde, alleinstehende Männer. Um Familien geht es, um Frauen, um Ehepaare, um Kinder. Für diese Gruppe. Kabul ist schon umstritten. Da gab es letztes Jahr neue UNHCR-Richtlinien. Der UNHCR ist nicht mehr der Meinung, dass Kabul unbedingt so sicher ist, wegen der vielen Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Die Rechtsprechung sagt aber trotzdem immer noch überwiegend, jedenfalls junge, gesunde, alleinstehende Männer können dahin zurück, weil man denen zutraut, dass sie sich da auch unter schwierigen Bedingungen einigermaßen durchschlagen können. Und zwar auch, wenn sie keine Familie haben, wenn sie keine Kontakte haben, wenn sie zur Minderheit der Hazara gehören, wenn sie nie in Afghanistan waren, wenn sie in Iran geboren und aufgewachsen sind, solange sie jedenfalls noch ausreichend Dari oder Farsi sprechen. So, das ist herrschende Rechtsprechung, nicht nur in Bayern, sondern auch in anderen Bundesländern, mit dem Unterschied, dass aus den anderen Bundesländern nicht so viel abgeschoben wird. Also, wir haben ja jetzt beim letzten Sammelabschied 25 von 36 wieder aus Bayern gehabt. Und das war eigentlich jetzt bei jedem Flieger so. Natürlich sind da auch mal Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg mit 1, 2, 3 Geflüchteten dabei. Das sind in der Regel Straftäter, auch schwere Straftäter. Aber in Bayern ist es am stärksten. Die Rechtsprechung gibt es aber überall. Ja, also junge, gesunde, alleinstehende Männer werden auch in Thüringen abgelehnt. Ja, oder in Nordrhein-Westfalen. Aber von da halt nicht abgeschoben unbedingt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Afghanistan ein sicheres Herkunftsland wäre, sondern tatsächlich, über Kabul besteht schon Streit, dann hätten wir jetzt noch diese zwei Städte, dann haben wir versucht bei den Verwaltungsgerichten zu argumentieren, ja, aber wie kommt man denn dahin? Ja, die Abschiebeflüge gehen ja nach Kabul. Natürlich kann man nur noch fliegen, alles andere ist eh zu unsicher. Kann man fliegen nach Herat oder Masar? Ja, wie finanziert man denn das? Die Verwaltungsgerichte sagen, ja, man kann ja freiwillig zurückkehren und diese Rückkehrhilfen einstreichen. Ich glaube, die reichen dann zu 2/3 für den Flug und dann steht man da in Masar und hat dann wieder kein Geld mehr und keine Familie und nichts. Und die Straßen, die sind zu uns. Niemand würde irgendjemandem zumuten, da noch von A nach B. Niemand fährt da noch von A nach B, der sein Leben nicht riskiert. Also die Taliban natürlich. Ja, aber selbst die Soldaten und die ausländischen Truppen, die noch da sind, fliegen nur noch. Ja. So, und wenn die Taliban unten am Boden ausgerüstet werden mit diesen
Stinger-Raketen, wie wir sie irgendwie noch von früher kennen oder so, dann ist das Fliegen da auch nicht mehr. Ist das auch nicht mehr sicher. Die Bundespolizei selbst hat keine große Lust, diese Abschiebungsflüge zu begleiten, weil sie findet, dass ihre Bundespolizisten bei einer Landung in Kabul nicht ausreichend sicher sind. Aber das sind ja Deutsche. Ja, der Afghane hat ja ganz andere Möglichkeiten, sich da durchzuschlagen. So, also, wenn wir jetzt die Afghanen in ein Bürgerinnenasyl nehmen, wohlgemerkt natürlich nur die, wo uns nichts anderes einfällt. Jetzt ist es ja so, dass wir alle schon seit Jahren auch Afghanen betreuen und gucken, dass wir uns alles mögliche andere einfallen lassen. Also bei mir in der Kanzlei ist es so, dass ich von 100 Mandanten mindestens 90 alle auf der sicheren Seite habe im Laufe des Verfahrens. Ja? Ich kriege die alle in eine Ausbildung rein, ich kriege die in einen anderen Aufenthalt rein. Ja? Es bleiben nur ein paar übrig, die es nicht geschafft haben in der Ausbildung, vielleicht auch aus intellektuellen Gründen nicht, oder weil sie einfach Pech hatten, die teilweise gar nicht gesund sind, sondern krank, aber das Verwaltungsgericht hat keine der Atteste akzeptiert. Das sind so ein paar, die übrig bleiben. Im Moment ist es so, dass viele von denen auch schon abgehauen sind. Ja, es hieß ja mal, es wäre gut in Frankreich. Es ist nicht gut in Frankreich, darf ich mal dazu sagen. Aber das ist natürlich auch eine Strategie, weil Frankreich schickt jedenfalls nicht ab. Wenn man es da schafft, die Dublin-Frist zu überleben, das wird jetzt auch schwieriger, nachdem in Paris unter den Brücken auch alles geräumt wurde. Ja, man muss sich eine Brücke suchen, diese Dublin-Frist überleben, dann sind die Anerkennungsraten für Afghanen, auch für alleinstehende Männer, in Frankreich über 80%. So, und wenn wir jetzt aber diese Afghanen, die gefährdet sind und die jetzt nicht abhauen wollen oder können, in ein Bürgerinnenasyl nehmen, was ist denn dann der Plan? Also ich denke, dass man ja vorher einen Plan braucht, weil der Plan kann ja nicht sein, wir nehmen die alle unbefristet auf immer ins Bürgerinnenasyl, ohne dass wir wissen, was wir machen in dieser Zeit. Wie lange sollen die da bleiben? Also der Plan könnte natürlich auch sein, zwischendrin hatten wir mal Leute auch im Kirchenasyl, weil wir gehofft haben, dass sich die Auskunftslage für Afghanistan verbessert, nur dass die Rechtsprechung da. Wir haben auf Gutachten gewartet und auf eine andere Rechtsprechung. Das weiß ich noch, da hatte ich zwei Mandanten in einem hessischen Kirchenasyl, die waren da fast 2 Jahre. Ja, gut betreut, haben fließend Deutsch gelernt, haben Ausbildungsplätze gefunden und alles. Da dachten wir noch, wenn die neuen Gutachten da sind, dann wird sich an dieser beinharten Rechtsprechung was ändern. Da war der Plan, wir sitzen das aus, bis diese Rechtsprechung sich geändert hat. Und nach 2 Jahren war klar, nee. Wir haben so und so viele Länderberichte mehr, wir haben so und so viele Stellungnahmen mehr und die Gerichte hat es nicht interessiert und die Rechtsprechung wird sich nicht ändern, die mussten raus. Das konnte nicht mehr ewig so weitergehen, wir haben die jetzt in Ausbildung untergebracht und alles ist in Ordnung, was auch zeigt, dass man noch in Ausbildung kommen kann, auch wenn man 2 Jahre praktisch illegal im Kirchenasyl war. Aber es war mit der ZAB alles verhandelbar, das war sehr interessant. Ja, aber also was so Ideen sein könnten ist, habe ich irgendwas in der Hand für einen Folgeantrag? Also hat der Mensch irgendwelche Krankheiten, psychische Beeinträchtigungen und ich brauche einfach bessere Atteste, Gutachten, Stellungnahmen, um damit einen Folgeantrag stellen zu können. Ja? Oder will der vielleicht heiraten und die Papiere sind aber noch nicht komplett. Und wir müssen warten, bis die Papiere kommen und das alles in Ordnung ist. Und dann lassen wir den heiraten. Oder ist der vielleicht gar nicht reisefähig und ich brauche da nochmal ein Gutachten. Oder will der woanders hin und es geht jetzt einfach nur darum vorzubereiten, dass der in Ruhe in irgendein anderes Land ausreist. Was ja auch nur illegal geht, aber ja auch eine Möglichkeit sein kann. Was auch immer uns da einfallen kann und das muss natürlich auch rechtlich beraten werden und das muss daher. Weil sonst, finde ich, sitzt man da rum und niemand hat einen Plan. Das macht alle fertig, aber vor allem auch den Geflüchteten, weil die wollen ja vor allem eine Perspektive, wie ich habe hier erstmal Schutz, ja, und aus dem Schutz heraus mache ich jetzt was, aber dann will ich ja auch wieder raus. So, und das ist das, was vorher da sein muss. Ja. So, wo es aber schon auch noch kurzfristig geht, ist gerade bei diesen drohenden Sammelabschiebungen, die Leute wissen ja ganz oft, wem da was droht, weil ja manche schon bei den letzten Terminen gesucht wurden. Ja? Die halten sich überwiegend noch in den Unterkünften auf, weil die wollen auch nicht als untergetaucht
gelten, machen sich aber immer so kurz vor dem Termin aus dem Staub und nächtigen dann woanders. So, das sind dann immer, das ist dann maximal eine Woche oder so, wo man die Leute unterbringen muss, nur um immer diesen Flug zu überstehen, damit die da beruhigt woanders schlafen können. Ja? Allerdings muss denen natürlich auch klar sein, wenn die gesucht werden in der Gemeinschaftsunterkunft und sie sind nicht da, oder bei der nächsten, beim nächsten Abschiebeflieger nochmal gesucht werden in der Gemeinschaftsunterkunft und sie sind nicht da, dann werden die bei irgendeinem Termin vorsorglich in Abschiebungshaft genommen. Und zwar nicht erst im Ausreisegewahrsam am Morgen, wenn der Flieger geht, sondern das kann halt auch 2 Wochen vorher sein. Und dann kann man das irgendwann nicht mehr absichern. Also auch hier braucht man ja eine Strategie. Ja, man kann ja nicht jeden Monat einen Flieger ausweisen, sondern muss überlegen, hat der Mensch hier noch eine Chance, dass man den Aufenthalt anders sichert oder geht da gar nichts mehr. So, das sind meine Ideen, für wann es sich anbietet. Wie funktioniert jetzt ein Bürgerinnenasyl? Heute Abend kann man das ganz schön sehen. Die Initiativen verkünden in ihren Städten öffentlich. Wir sind bereit, Schutz zu gewähren, Geflüchtete aufzunehmen und vor Abschiebung zu schützen. Das ist erstmal so ein öffentlicher Aufruf, wo sich alle zusammenfinden. Und dann muss man verschiedene Netzwerke organisieren. Das eine ist halt so ein Netzwerk von wirklich HerbergsgeberInnen, also die Leute, die die Räume zur Verfügung stellen. Das müssen nicht alle machen, aber wir brauchen da auch eine andere Hilfestellung. Wir brauchen da UnterstützerInnen und SponsorInnen. Die Leute, die ihre Wohnung zur Verfügung stellen, können jetzt auch nicht alles machen. Die können sich oft in der Regel nicht die ganze Zeit kümmern, weil die vielleicht selber arbeiten. Ich finde, die müssen auch nicht alles alleine finanzieren, wenn man eh schon den Raum zur Verfügung stellt. Finde ich nicht, dass man dann automatisch auch für alles andere sich kümmern muss. Und ich fände es auch ganz gut, wenn jede Herberge, wo jemand wohnt, halt auch noch unterstützt wird von ein paar Externen, damit die Geflüchteten da ein bisschen Abwechslung haben bei ihren Ansprechpersonen. Ja. Je länger das dauert, umso mehr fühlt sich das an wie ein Lagerkoller. Und wenn man da verschiedene Besuche kriegt, dann ja, das kann dann ein Mensch sein, der den Deutschunterricht macht oder zwei und vielleicht auch einer, der nur mit dem neuesten Marvel-Film abends mal vorbeikommt, damit man sich über was anderes, wobei man aufmachen und überpassen muss, irgendein Eilmensch spielt, glaube ich, auch unter den Taliban in Afghanistan. Ich bin keine Marvel-Spezialistin. Ja, das Ganze kann auch Geld kosten, haben wir heute auch gehört, was irgendwie eingesammelt werden muss. So, und was natürlich, wenn so eine Initiative da ist, unterstützt werden kann, ist, wenn tatsächlich die Polizei rauskriegt, wo irgendwie jemand ist und jemand aufgreifen müsste, dann kann man sich davor versammeln, ja, und das versuchen zu blockieren. Auf jeden Fall kann man das nicht alleine machen. Also ich finde schon, es gibt ganz, ganz viel stilles Bürgerinnenasyl von Leuten, die das einfach machen und mit niemandem drüber reden und da mal unterbringen. Und ich finde, das geht irgendwie so für kurze Zeit. Und meistens hat man da ja ganz oft eh schon eine persönliche Beziehung auch mit den Geflüchteten. Aber sonst, finde ich, braucht man da einfach die Unterstützung von der Gruppe. Und sei es nur, dass man das Bürgerinnenasyl auch ändert, wenn es aus irgendwelchen Gründen da nicht funktioniert an diesem Ort. Ja, manchmal funktioniert das zwischen Menschen und an bestimmten Orten ja auch einfach nicht. Dass man einfach noch eins im Petto hat, wenn man dann hinwechseln kann, fände ich nicht schlecht. So, ja, was habe ich hier? Netzwerk von Herbergsgeberinnen, weitere Unterstützungsstruktur, ja, gerade auch die für die medizinische Versorgung, das hatte ich schon gesagt. Und vorher, bevor man das macht, dann aber auch eine Vorprüfung, damit man sich genau auskennt, auch mit den Umständen des Einzelfalles, was da rechtlich auch alles passiert ist, eine Rechtsberatung organisiert, die Exit-Strategie bespricht und auch guckt, was hinterher bei der Rechtsberatung ist. Mal ein Beispiel. Mir wurde mal angetragen, die Vertretung von einer Frau im Kirchenasyl, eine Äthiopierin mit 2 kleinen Söhnen, und ich nehme noch Mandate an, auch für Leute im Kirchenasyl, weil ich es wichtig finde, dass da eine Kanzlei sich die Akte holt und sich mit allem gut genug auskennt, weil die Kirchengemeinden das nicht leisten können. Und dann aber auch mit der Frage der Gemeinde, ja, wann kann die denn raus? Und da dachte ich als erstes schon, ich finde, eigentlich solltet ihr sowas vorher wissen, bevor ihr jemanden ins Kirchenasyl nehmt. Ihr müsst doch irgendwie planen. Also, ja, man kann die dann raus. Dann hole ich mir die Akte, das kann ja auch 1-2 Wochen dauern. Dann gucke ich da rein und dann stelle ich fest, das war gar kein Dublin-Fall. Die Frau hatte in Italien schon eine Flüchtlingseigenschaft. Das ist ein anerkannter Fall.
Da läuft überhaupt keine Frist. Da gibt es zwar praktisch wenig Überstellung und Abschiebung, aber es läuft keine Frist. Dann habe ich das der Kirchengemeinde mitgeteilt, das ist gar kein Dublin-Fall. Die Frau ist schon anerkannt, da läuft keine Frist. Ja? Dann haben die sich so erschrocken, dann haben sie sofort rausgeschmissen. Also das ist ein Beispiel für das so Überengagement. Wir machen jetzt mal schnell Schutz hier, ohne dass wir uns vorher genau informieren, was ist denn eigentlich wirklich los. Das geht nicht. Ja? Das geht dann in der Regel auf Kosten der Geflüchteten und auch der, also in dem Fall haben die Ehrenamtlichen was anderes organisiert, was dann noch ging. Aber da kann ich einfach nur dazu raten, also wenn da kein Anwalt, keine Anwältin vorhanden ist, mit kompletter Aktenkenntnis auch über das Verfahren, dann muss jemand her, um sich das anzugucken, weil es ja auch für die Planung von der Exit-Strategie wichtig ist. Man muss ja auch gucken, was gibt es jetzt juristisch vielleicht noch für Möglichkeiten. Ja? Vielleicht ist da was übersehen worden, vielleicht kann man einen neuen Eilantrag stellen, vielleicht hat sich die Rechtsprechung gerade geändert. Also gerade in Dublin-Verfahren gibt es gerade neue Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und auch vom Bundesverfassungsgericht, wo ich jetzt auch wieder andere Entscheidungen beim Verwaltungsgericht Regensburg bekomme, wenn ich sage, so hier, die Obergerichte haben an, die sind ja alle sehr nach oben orientiert. Die könnten unten zwar alle entscheiden, wie sie wollten, alle Richterinnen sind unabhängig, aber es ist alles sehr nach oben orientiert. Aber da gibt es immer wieder mal was Neues, wo man noch was machen kann, aber das kann man halt selber nicht beurteilen. Und dann sollte man vielleicht auch noch prüfen, in jedem Einzelfall, ob nicht ein Kirchenasyl auch eine bessere Lösung wäre als ein Bürgerinnenasyl. Ja. So, und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu der Frage, die Sie am meisten interessiert, nämlich ob das strafbar ist. So. Was Seehofer hat gesagt, eigenmächtiges Handeln ist nicht akzeptabel. Das ist auch eine interessante Formulierung. Ich fühle mich doch sehr selbstbestimmt und glaube, dass ich über dieses eigenmächtige Handeln nicht mache, was mir andere vorschreiben. Aber ja. Das, nicht mal das Kirchenasyl ist ein anerkanntes Rechtsinstitut in diesem sogenannten Rechtsstaat. So. Es gibt immer mal vereinzelt Juristen und Juristinnen, die sagen, das wäre schon gewohnheitsrechtlich abgesichert, das ist eine Mindermeinung. Ja? Die überwiegende Zahl der Gerichte geht davon aus, das ist was praktiziert wird aufgrund einer bestimmten Vereinbarung zwischen den Kirchen und dem BAMF. Damit hat das eine gewisse Förmlichkeit bekommen und die Verwaltungsgerichte gehen jetzt auch überwiegend davon aus, im Kirchenasyl ist niemand flüchtig oder untergetaucht, weil es da Rechtsprechung auch der europäischen Gerichte dazu gibt, aber es ist kein anerkanntes Institut, kein Rechtsinstitut, es wird das Bürgerinnenasyl auch nicht werden. So, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, weder das Bundesinnenministerium noch die bayerischen Behörden, nicht hier werden irgendeine Gleichstellung des Bürgerinnenasyls mit dem Kirchenasyl akzeptieren. So was kann man sich vielleicht vorstellen für Berlin, aber unterschätzen Sie die Berliner Ausländerbehörden nicht. In Niedersachsen hat tatsächlich der niedersächsische Innenminister, weil ja viele von diesen BA-Initiativen sind ja in Niedersachsen, gesagt, er findet, dass der Aufruf, so ich gewähre Bürgerinnen Asyl, dass das unter die freie Meinungsäußerung fällt. Finde ich auch. Aber er sich immerhin darunter geäußert. Hat aber nicht gesagt, wie er mit der Gewährung umging. Also nicht nur mit der Äußerung, ich will das tun, sondern mit diesem, ich tue das tatsächlich. Da sollten wir uns nichts vormachen. Die Geflüchteten, die verschwinden, also wenn die Ausreise verpflichtet sind, bekommen die in der Regel schon mit dem BAMF-Bescheid so eine Belehrung, dass sie Abwesenheiten von mehr als 3 Tagen aus dem Anker oder aus der Unterkunft mitteilen müssen. Ja? Sonst können sie abgemeldet werden. Wann sie abgemeldet werden, ist immer ganz verschieden. Im Anker werden alle abgemeldet, die bei diesen angekündigten Überstellungen nicht da sind. Ja? In den Gemeinschaftsunterkünften ist das ganz verschieden, aber irgendwann werden die abgemeldet. Das heißt, die Ausländerbehörde meldet das dem BAMF und die werden zur Fahndung ausgeschrieben. Die sind ja untergetaucht und das ist eine Straftat. Ja, also sich hier illegal im Land aufzuhalten, wer das macht, macht sich strafbar wegen unerlaubten Aufenthaltes. Da sind Geflüchtete im Kirchenasyl auch durchaus schon wegen bestraft worden. Das sind Strafbefehle mit kleineren Geldstrafen. Das ist nichts Großes, aber diese Straftaten hat es schon gegeben.
Das heißt, wenn Sie jetzt jemanden bei sich aufnehmen und verstecken, dann kann das angesehen werden als Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt. Ja? Es ist dann immer noch zu prüfen, ist das wirklich unerlaubter Aufenthalt? Ist der wirklich untergetaucht? Hat der vielleicht noch eine gültige Duldung und so weiter und so weiter? Das kann man im Einzelfall sicher immer noch prüfen. Und ich rechne auch nicht damit, dass es da wahnsinnig viele Ermittlungs- oder Strafverfahren geben wird. Aber das wäre auf jeden Fall der Straftatbestand, der da einschlägig wäre. Und damit riskieren Sie, wenn Sie nicht vorbestraft sind, eine kleine Geldstrafe, wenn es nicht so lange ist. Weil es macht natürlich einen Unterschied, ob da jemand ein paar Wochen oder Monate ist oder nur wenige Tage oder ob sie da jemanden 3 oder 4 oder 5 Jahre verstecken, was ja nicht der Plan sein sollte. Ja? Aber das kann schon passieren. Ermittlungsverfahren, Strafverfahren, in diesem Bereich hat es überhaupt noch nicht gegeben. Also tatsächlich ist es im Bereich des Kirchenasyls so, dass einige Geflüchtete verurteilt wurden wegen unerlaubten Aufenthaltes. Und dann haben wir dieses Pfarrer-Ehepaar aus Sonthofen, das hat in Bayern jetzt nicht mal eine Strafe gekriegt, sondern halt Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflage. Die empfinden das als Strafe, aber es ist eigentlich eine Geldauflage. Der Geflüchtete, wenn der sich strafbar macht wegen unerlaubten Aufenthaltes, weil der untergetaucht ist und illegal im Land und sie den bei sich unterbringt und das wissen. Mir geht es jetzt erstmal nur um die Strafbarkeit, ja, und wann ist das Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt? Und es setzt natürlich Vorsatz voraus, das heißt, ich muss wissen, dass dieser Geflüchtete sich unerlaubt bei mir aufhält. Und wenn ich natürlich sage, ich gewähre Bürgerinnenasyl, schütze Afghanen vor der Abschiebung, das ist der 7. Afghane, den ich meiner Wohnung aufgenommen habe, 6 dürfen bisher hierbleiben, ja, dann wird es schwierig, um den Vorsatz noch drumherum zu kommen. Ja. Wobei, wie gesagt, was Sie alle riskieren, je nach Dauer des Ganzen, ist eine geringe Geldstrafe, wenn sie nicht vorbestraft sind. Vermutlich unter der Vorstrafengrenze. Ja, das finanziert man dann aus irgendeinem Soli-Topf und gut ist. Das ist aber, das ist was Sie sich überlegen müssen. Ja, würden Sie denn jemand Wildfremden in Ihre Wohnung nehmen oder ist das für Sie nicht sowieso was, was Sie nur vielleicht machen würden mit einem Geflüchteten, den Sie schon... Also ich ganz ehrlich würde es bevorzugen, ich würde da jemanden schon so weit kennen, dass ich das ungefähr einschätzen kann, ob wir uns da verstehen. Oder ich würde mich gerne verlassen auf das Urteil von jemand, der den Menschen schon länger kennt und mir vielleicht sagen kann, ob das passt. Das ist auch eine Entscheidung der Geflüchteten, ob die das machen würden, zu jemand Wildfremden in die Wohnung zu gehen. Ja, aber Sie müssten ja nichts leugnen, weil wenn Sie ein Ermittlungsverfahren haben, müssen Sie ja gar nichts sagen. Ja, das ist vielleicht der erste Hinweis auch sollte, dass je irgendjemanden von Ihnen drohen, in der Regel kriegen Sie eine Vorladung zur Polizei, zur Beschuldigtenvernehmung oder die Polizei taucht irgendwo auf. Sie sind bei der Polizei nur verpflichtet, Ihre Personalien anzugeben. Sie müssen keine Angaben zur Sache machen und das machen Sie am besten einfach nie. Ja, und dann muss man gucken, dass man sich einen Strafverteidiger, also eine Strafverteidigung, sich die Akten holt und ob es sich lohnen könnte, irgendwann mal auch eine persönliche Einlassung zu machen. Aber grundsätzlich muss Ihnen die Staatsanwaltschaft in einem Strafverfahren nachweisen, dass Sie das auch wussten. Ja? Und wenn der Verteidiger das bestreitet und es sonst keine Anhaltspunkte gibt, dann wird es schwieriger. Ja? Wie ist denn das, wie ich vorhin erzählt habe, wenn ich jemand einmal im Rahmen von Schengen und erkläre mich diese 3 Monate bereit, diese Person zu unterstützen, der taucht aber anschließend unter, fehlt dann Ähnliches? Nee, wenn der selber untertaucht und sonst wo ist, haben Sie nichts damit zu tun. Aha. Die Frage würde sich nur stellen, wenn Sie wissen, dass sein Visum abläuft und er bleibt weiter bei Ihnen wohnen. Okay. Dann wissen Sie, dass er illegal da ist und dann kann das auch eine Beihilfe. Weil nämlich so Freunde vom Bundesgrenzschutz, die beim Bundesgrenzschutz gearbeitet oder also arbeiten, mir ziemlich Angst gemacht haben und gesagt haben, was da alles passieren kann. Ja, wenn es um diese Fragen geht, dann vielleicht nochmal, wenn Sie die ersten Stimmen hören aus Polizei, Staatsanwaltschaft, Bundespolizei, was auch immer, die Ihnen versuchen, mit irgendwelchen Sachen Angst zu machen. Ich bin hier schon sehr deutlich in diesem Skript und sage Ihnen, was da passieren könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Aber dann fragen Sie bitte mich. Ja? Weil das da eine ganz große
Einschüchterungsmaschine. Genau. Das ist ja das, was im Kirchenasyl jetzt die ganze Zeit passiert. Ja, macht es nicht, sonst macht ihr euch strafbar. Hört sich dann an, als ob die ganzen Pfarrer morgen im Knast wären. Ja. Tatsächlich gibt es, also gibt eine Benediktinerinnenordens-Äbtissin. Ich weiß gar nicht, irgendwo in Oberbayern sitzt so eine Äbtissin in ihrem Kloster. Die heftet gerade das 27. Ermittlungsverfahren ab. Die hat nicht nur 27 Kirchenasyle gewährt, ich weiß nicht, wie viele die gewährt hat. Jedes Mal wird gegen sie ermittelt wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt. Jedes Mal wird es eingestellt. Obwohl es eigentlich die Aussage der Generalstaatsanwaltschaften gibt, dass es beim ersten Mal eingestellt werden soll, also bei den Pfarrern und Klosterschwestern und so weiter. Beim zweiten Mal soll darauf hingewiesen werden, wenn das nochmal passiert dann. Und spätestens beim dritten Mal soll es bestraft werden. Wie gesagt, die heftet gerade die 27. Einstellung ab und es ist der vollkommen Schnuppe. Ja? Und wenn das strafbar wäre, dann würde die vermutlich auch einen Strafbefehl nach dem anderen abheften. Die Frage ist, wie viel sie dafür kriegen würde, bevor irgendjemand einer Benediktinerin, Äbtissin dann auch mal Freiheitsstrafe antut oder so. Die sieht das sehr... sieht das sehr gelassen. Und dann hat die natürlich noch den besonderen Status, der ist das auch egal, was die katholische Kirche und der Bischof dazu sagt. Ja, ich sag, also. Sie fühlt sich weder an diese Vereinbarung der Kirchen mit dem BAMF gebunden, ja, noch an das katholische Büro, noch fragt sie da ihren Bischof. Ja, weil das ist ihr Kloster und da entscheiden sie eigenmächtig, würde der Innenminister sagen. Es geht weniger darum, wie viel tatsächlich bestraft wird. Es geht darum, im Vorfeld möglichst viel Druck und möglichst viel Angst zu machen, damit die Leute es gleich bleiben lassen. Die Konsequenzen, die sie wirklich zu erwarten haben, wenn überhaupt was passiert, sind vermutlich minimal.